thank you for the presents, for the ice creams. Also wenn du einer Person zeigen willst, dass du auf nett nicht Bock auf sie hast, dann verhalte dich einfach distanzierter. Sei höflich, respektvoll, aber verhalte dich einfach distanzierter. Du musst nicht unbedingt direkt sagen. Und wenn die Person dann fragt, oder wenn die Person dir wichtig ist, dass sie das versteht, nicht nur für dich, vielleicht auch für ihre Mitmenschen, dass sie einen negativen Einfluss hat, dann ganz ruhig einfach mit der Person reden, ganz sachlich, ohne Bewertung, ohne dass die Person... Mach mal, das könnte ich kein Deutsch. Ohne dass die Person sich gejudged fühlt von dir. Wie sagt man auf Deutsch? Verurteilt oder so fühlt. Weil du wünschst der Person ja wirklich das Beste auch, oder? Also ich weiß nicht du, aber so, wenn man jemandem helfen will irgendwie, dass der, ja. Pferdefutter. Ey, wie kannst du so respektlos dem Essen gegenüber sein? Ja, ich habe schon ein paar Moderatoren. Also meldet sich, ich rufe sie wieder. Okay, wenn es immer wieder so ist, dann weißt du was? Telefonier mal mit ihr und sag ihr einfach, oder beziehungsweise vielleicht kannst du mir ja mal sagen, was genau so ihre Sachen sind, die dich stören, welcher negative Einfluss oder so, was es ist, und dann kann man ja mal gucken, wie man das formulieren kann. Danke, aber das ist kein Salat. Das ist kein Salat, das ist eine Pokeball. Aber danke. Als der Mann, nice. Also, das ist so, wie wenn du... Also, ich will einfach da sein, wo ich mich zu Hause fühle. Weißt du, was ich meine? Und ich bin hier groß geworden, Firas. Aber ich möchte auch gerne in Deutschland sein. Später, inshallah, mit der Arbeit. Ich weiß noch nicht so genau. Also ich kann mal so sagen, Lynn, ich habe gar keine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie dieser Beruf ist, aber ich kann noch allgemeiner sagen, noch genereller, noch allgemeiner sprechen. Ich würde schon immer Ausbildungen oder Studiengänge oder so empfehlen, die was Gutes für die Menschheit tun. Und wenn du im medizinischen, im Gesundheitswesen oder so im medizinischen Bereich arbeitest und den Menschen irgendwie dabei irgendwie hilfst, irgendwie durch Assistenz oder durch selber Arzt sein, durch was auch immer, durch Krankenschwester, durch irgendwas. Auch wenn du als Putzkraft im Krankenhaus zum Beispiel arbeitest und deine Intention dahinter ist, lieber hier zu arbeiten, als zum Beispiel an einem Ort, wo komische Sachen gemacht werden oder so, finde ich es immer gut. Vielen Dank. Allgemein ist die Arbeitssituation in Deutschland ein bisschen, also ich glaube nicht nur in solchen Berufen, so es gibt so, ich glaube viele Berufe, wo man so ein bisschen, ja, nicht so eine schöne Arbeitsatmosphäre hat. Da kommt es, glaube ich, auch immer auf den Arbeitgeber und das Umfeld drauf an, die Kollegen und so. Finde ich auch. Aber ich dachte so an sich, natürlich ist es super, seine Zeit, Arbeit, Energie, sich selbst rein zu investieren. Und wenn man dann Intention hat, für die Menschheit und für sich selbst was Gutes zu tun oder für seine Familie oder so. Dann würde ich das genauso, aber ruhig sagen. In einem Ton, also User 67. In einem ruhigen Ton, auch wenn sie vielleicht defensiv wird, also versucht sich die ganze Zeit zu verteidigen oder so, würde ich ruhig bleiben, weil du ihr das einfach nur nahe bringen willst. Und würde ihr sagen, dass dich das stört und warum dich das stört. Zum Beispiel, wenn sie flucht, keine Ahnung, warum dich das jetzt stört, aber zum Beispiel könntest du sagen, also warum dich das jetzt stört, nicht warum dich das stört, natürlich fluchen nicht so gut. Keine Ahnung, manche Leute sagen zum Beispiel, ja,
Sie möchten aus religiösen Gründen zum Beispiel ihre Ohren clean halten und so. Das ist ein schlechter Einfluss, weil dann fangen die auch an, so zu sprechen. Oder wegen familiären Gründen. Oder weil sie einfach gelernt haben, dass es nicht classy ist. Was heißt classy? So nicht sehr stilvoll oder mit so elegant ist, wenn man einfach so redet als Mädchen. Oder einfach ein bisschen asozial vielleicht auch ist. Oder weil es einfach nicht nett ist. Einfach ganz simpel. Und dass du findest, dass sie negativ ist, dann kannst du zum Beispiel ein Beispiel bringen, dass sie es auch versteht. Und dann kannst du sagen, also du sagst etwas, dann bringst du ein Beispiel und dann begründest du auch und sagst zum Beispiel, ja, dass du das Gefühl hast oder dass du befürchtest, dass diese Negativität halt auch anstecken könnte und so, und dass du das halt nicht gut findest, sondern beeinflusst zu werden oder irgendwie sowas. Ich weiß, es klingt ein bisschen so lame vielleicht, aber vielleicht auch in dem Moment, aber das bleibt am meisten sitzen, wenn man ruhig redet, normale Argumente einfach bringt, ganz normal sagt, wie man sich wirklich fühlt, ohne versucht, die Person zu verurteilen oder sich schlecht fühlen zu lassen. In dem Moment, vielleicht wird es komisch, aber die Person wird darüber nachdenken, bestimmt. Naja, das ist kein Salat. Mann, das ist eine Pokeball. Wisst ihr, was Pokeball sind? Leute, über mein Sternzeichen rede ich nicht, weil ich nicht an Sternzeichen glaube. Und das auch nicht supporten will, dass man so über Sternzeichen... Meine Cousine ist richtig verrückt danach. Macht auch irgendwelche Card-Readings und so. Alle. Und dann habe ich letztens gesagt, dass ich das nicht will. Und dann ist so eine Freundin von uns ausgetickt. Ist richtig aus, sie hat angefangen zu beleidigen. Nicht mich natürlich, sondern einfach so. Nicht mich. Andere Sachen hat sie beleidigt. So, okay, chill, bro. Eine Poke, a Bowl mit Salat. Nein! Da ist nicht mal Salat drin. Grünkohl ist doch kein Salat, oder nennt ihr das Salat? Gurke ist auch kein Salat. Und ich bin dazu gekommen durch Gary Vee, weil ich Marketingmanagerin bin. Irgendjemand hat auch gefragt, was ich beruflich mache. Und so, und ja, Marketing. Und man muss immer da sein fürs Business, wo die, wie heißt es auf Deutsch? Aufmerksamkeit der Leute ist. Ja. Und die ist halt momentan auch ziemlich stark auf TikTok. Und als Marketingmanagerin muss ich halt alle Apps auch mal verstehen und so. Also habe ich mir erstmal so einfach so runtergeladen. Habe angefangen, irgendwelche Quatschvideos zu machen, nur um zu verstehen, wie die ganzen Buttons funktionieren und alles. Und dann, warum ich das... erstmal live gegangen bin, voll funny. Irgendwann, ich habe nie daran gedacht, live zu gehen, nie. Oder das selber zu benutzen, irgendwie so richtig. Hatte ich eines Tages einen Traum. So dumm. Ich habe einfach an dem Traum geträumt, dass ich live war. Ich so, hä? Ich habe doch 1000 Follower, ich kann eigentlich auch live gehen. Soll ich es machen? Ich habe einfach geträumt. Dann bin ich einfach mal live gegangen. Das war voll witzig, ich werde es nicht vergessen. Was ich anhatte, wo ich saß, wie es war, echt witzig. Also vielleicht werde ich es eines Tages vergessen, aber ich teile nicht. Ist kein Grünkohl. Ich schwöre, diese Leute in meinem Live sind so witzig. Ich bestelle was, ich weiß, was ich esse und die so, nee, ist nicht. Okay. Dann ist halt kein Grünkohl, mein Dinger. Meinetwegen egal. Auf Englisch heißt es Kale und übersetzt heißt es Grünkohl. 100%. Danke.